Heute vor 70 Jahren war der Tag der Befreiung. Befreiung für die Menschen in den durch Nazi-Deutschland besetzten Ländern. Befreiung hierzulande im echten Wortsinne für die durch die Nazis verfolgten und eingesperrten Menschen. Umso wichtiger für uns, diesen Tag aus der Perspektive der Befreiten zu einem Tag der Feier werden zu lassen. In diesem Sinne steht auch unsere heutige Veranstaltung. In diesem Sinne gehen wir heute auf die Straße. Wer nicht feiert, hat verloren. Ein Schleier der Zeit schiebt er mit der Hand fort. Du fragst viel, er lächelt. Ich versuch mal die Antwort. Seine Stimme zittert, als er zu sprechen beginnt. Ich hab dafür gekämpft, dass unsere Taten nicht vergessen sind. Wir waren nicht viele, hatten keine Armee. Erst trafen wir uns so als Rebellen. Wir wissen, der Widerstand hatte viele Formen, hatte viele Facetten. Den größten Anteil hatte, da ist sich die Forschung mittlerweile einig, der Widerstand der Arbeiterinnen und Arbeiter und hier besonders der Kommunisten. Dieses Flugblatt wandte sich an die Bauarbeiter der Organisation FOTT, die von den Faschisten gegründet worden war und aus Arbeitern, Kriegsgefangenen, Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen zusammengesetzt war. In diesem Flugblatt heißt es: Kameraden, ihr müsst wissen, Hitlers Niederlage ist nicht unsere Niederlage, sondern unser Sieg. Darum stört den planmäßigen Aufbau der Befestigungsbauten, sorgt für langsames und qualitativ schlechtes Arbeiten, sabotiert die deutsche Kriegsführung, verweigert den militärischen Einsatz bei Überfällen an der Küste und durch Partisanen im Osten. Schon vor längerer Zeit hat die VVN, BDA, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, ein 8. Mai-Bündnis gegründet, um diesen Tag auch entsprechend zu begehen und ihn auch zu feiern, also als Tag der Befreiung wirklich zu feiern. Ein Schleier der Zeit schiebt er mit der Hand fort, du fragst viel, er lächelt. Ich versuch mal die Antwort, seine Stimme zittert, als er zu sprechen beginnt. Ich hab dafür gekämpft. Das Stadthaus ist für die Widerstandskämpfer wirklich ein Ort des Schreckens. Also dort haben wirklich schreckliche Foltern stattgefunden. Es soll dort eine Einkaufspassage errichtet werden. Wir finden das unglaublich, weil das ein Ort des Gedenkens ist. Und darum haben wir dort Schilder angebracht. Und Schilder, wo nicht nur die Namen draufstehen, also wo nicht nur das Stadthaus sozusagen beleuchtet ist, sondern weitere Orte hier in Hamburg, wo auch faschistischer Terror geherrscht hat. Wenn die verdammten Nazis glauben, sie können unseren Tag, den 1. Mai, für sich vereinnahmen, da haben sie sich aber geschnitten. Sag mal, wer hatte denn eigentlich die Idee mit den Inlets aus den Fenstern? Das waren wir Frauen aus der Straße. Sieht doch gut aus, ne? Da gab es eine Aktion von solidarischen Freundinnen und Freunden, die sind in der Nacht hergekommen und dann haben sie hier alle Straßenschilder überklebt und dann hieß es auf einmal nicht mehr Sieveking-Platz, dann hieß es Fiete-Schulze-Platz. Wir sind ja durch die Innenstadt gezogen, vom Jungfernstieg aus, über den Rathausmarkt, am Stadthaus vorbei, zum Untersuchungsgefängnis, am Oberlandesgericht vorbei. Wir sind dann in die Marktstraße gegangen, wo jüdische Leute gewohnt haben, die auch im Widerstand waren. Und wir wollten an allen diesen Orten zeigen, dass es eben Menschen gegeben hat, die Widerstand geleistet haben gegen den Faschismus. Und hier jetzt an diesem Ort sei stellvertretend für die vielen Antifaschistinnen und Antifaschisten, die hier ermordet wurden, gedacht an zwei. Den einen haben wir schon kennengelernt. Der Platz da vorne trägt seit kurzem seinen Namen, Fiete Schulze. Daneben sehen wir Edgar André. Für uns stehen die beiden stellvertretend für Tausende, für das Größte und Schönste überhaupt. Den unbeugsamen Glauben an die Menschlichkeit, die Klugheit und den Weitsinn, nicht nur der Barbarei mutig entgegenzutreten, sondern auch die Vorgeschichte der Menschheit zu überwinden, um so etwas wie den deutschen Faschismus ein für alle Mal zu verhindern. Also ich denke, was uns wichtig war, war eben zu zeigen, es gab den Widerstand. Was uns wichtig war, war diesen Tag zu feiern. Und ich denke, mit den
bestimmt 500 Leuten, die heute mitgegangen sind, die sich nochmal Geschichte angeeignet haben, die Sprechchöre gerufen haben auf den Straßen, die begeistert dabei waren, als für Fiete Schulze der Sievekingsplatz umbenannt wurde. Eine Aktion, die auch während des Faschismus in der Illegalität stattgefunden hat. Ich glaube, dass wir sozusagen diesen Tag würdig begangen haben und ich hoffe auch, dass es den Leuten, die hier waren, was gegeben hat, Geschichte gegeben hat, Erinnerungen gegeben hat, aber auch Kraft, weiter Widerstand zu leisten.